Weizsäcker, ja? Exakt. Ja. Und in Wirklichkeit konnten die alle gar nichts, Ihrer Meinung nach? Nicht alle. Manche haben es durchaus drauf. Er hier zum Beispiel. Ja. Helmut Schmidt, den fanden Sie jetzt gut, weil er die RAF-Sache so souverän gemeistert hat. Ach, deswegen nicht. Nonsens. Ich sag mal so, wer 5 Schachtel Menthol-Zigaretten am Tag raucht und trotzdem 92 wird, der kann kein schlechter Mensch sein. Ja. Übrigens, die Torte ist aus Wachs. Ja, na und? Ulrich von Hesen, meine Damen und Herren. Können Sie mitnehmen? Ja. In Afghanistan herrscht, na, hier, wie heißt das noch, wenn es Bumm macht, Sachen explodieren und Menschen aufeinander schießen? Hauptschule. Nee. Das andere. So kann man angesichts dessen, was sich in Afghanistan, in Teilen Afghanistan abspielt, durchaus umgangssprachlich, ich betone umgangssprachlich, in Afghanistan von Krieg reden. Richtig, aber nur umgangssprachlich. Sie kennen ja das alte Brecht-Zitat, stell dir vor, es ist umgangssprachlich Krieg und keiner geht hin. Ja, dummerweise sind wir ja hingegangen und jetzt sind wir umgangssprachlich am Arsch. Und dazu noch schlecht ausgerüstet. Das sagt der Werbeauftragte des Bundestages, Reinhold Robbe. Es gibt leider immer wieder Defizite, und zwar in der Ausstattung, beim Material, beim Personal. Da spielen zum Beispiel gepanzerte Fahrzeuge eine herausragende Rolle. Und wenn diese Fahrzeuge fehlen, dann haben die Soldaten ein Problem. Ja, das ist ein Problem. Man könnte zusammenfassend sagen, wir schicken unsere Soldaten schlecht vorbereitet in einen umgangssprachlichen Krieg. Umgangssprachlich ausgedrückt, sie werden verheizt. Denn viele sind nicht nur schlecht ausgerüstet, sondern auch schlecht ausgebildet. 3 Schuss, Einzelfeuer, Feuer frei. Stopp! Was ist, Herr Gabi? Was war das eben gerade? Ich hab's geladen. Warum? Weil Einzelfeuer muss man nach jedem Schuss einzelladen. Das ist eine halbautomatische Waffe. Das sieht man doch! Hier! Mann! Ja, so eine Ausbildung wünscht man sich doch. Und es ist in jedem Fall gut, dass die Bundeswehr zumindest keine Wehrpflichtigen nach Afghanistan schickt. Angesichts dieser Manöverbilder, bei denen, das sage ich mal vorher, übrigens keiner zu Schaden gekommen ist. Ja, das ist das einzig Gute an Afghanistan. Da gibt's keine Bäume. Und wenn Sie jetzt denken, hey, kleines Manöver missgeschickt, das hat doch mit den Zuständen am Hindukusch original gar nichts zu tun, dann haben Sie leider recht. Da ist es nämlich noch viel schlimmer. Dieser Soldat hier berichtet von seiner sogenannten Ausbildung am Dingo-Panzer. Bei mir war es halt so, ich bin erst in den Einsatz geflogen, wurde dann an diesem Fahrzeug so nach 30 Minuten, eine Stunde ausgebildet, durfte dann einmal im Kreis fahren und war dann fertig mit der Ausbildung. Einmal im Kreis fahren, gut. Kann natürlich auch nützlich sein, falls er mal die Taliban in dem Kreisverkehr verfolgen muss. Es ist ein Irrsinn, es ist wirklich ein Irrsinn. Zur deutschen Afghanistan-Strategie hören Sie nun einen Kommentar von Gernot Hassknecht vom Norddeutschen Rundfunk. Vom Bayerischen Rundfunk, Sie Idiot! Nicht vom Norddeutschen, Mann! Wow. Ooh, yay. What is it good for? Absolutely nothing. So heißt es ganz richtig im unvergessenen Soul-Klassiker von Edwin Starr. Wer aber seine Soldaten in einen Krieg schickt, der muss sie auch entsprechend ausrüsten. Genau dies ist im Fall unserer Afghanistan-Mission versäumt worden. Offenbar haben die Verantwortlichen in Berlin im wahrsten Sinne des Wortes den Schuss nicht gehört!
Ihr sitzt da in irgendwelchen Ausschüssen und furzt in eure Maßanzüge. Und unsere Jungs in Afghanistan kämpfen mit der Fliegenklatsche gegen Panzerfäuste. Ja, vielen Dank auch. Und dann kommt dieser Gustav Ganz zu Gutenberg und tönt rum. Es bleibt beim Abzug 2011. Natürlich, weil unsere super ausgestattete Bundeswehr bis nächstes Jahr ja den Krieg gewonnen hat. Die Bundeswehr! Und gewonnen! Jetzt pass mal auf, Gutenberg. Roll dir deine Afghanistan-Strategie zusammen und stopf sie dir gepflegt in deinen rasierten Freiherrenpult! Gernot Hassknecht, meine Damen und Herren, vom, soweit ich informiert bin, Bayerischen Rundfunk. Aber wir wollen über all den Ärger jetzt nicht vergessen, dass unsere Soldaten für ein nobles Ziel kämpfen. Es geht um ein demokratisches Afghanistan unter einem Präsidenten Karzai, der unumstößlich hinter dem westlichen Freiheitsgedanken steht. Örtliche Blätter zitieren sogar die Drohung, er selbst werde sich den Taliban anschließen, wenn ihn der Westen weiter unter Druck setze. Na supi! Da haben sich die 8 Jahre umgangssprachlicher Krieg ja echt gelohnt, muss ich sagen. Ja, es steht nicht gut um die Bundeswehr. Wenn Deutsche im Ausland in Not geraten, von wem müssen die sich neuerdings schon retten lassen? Von Holländern, um Himmels Willen! Den deutschen Containerfrachter Taipan hatten sie gestern schon geentert, aber dann kamen niederländische Marinesoldaten und die befreiten die Mannschaft in einer spektakulären Kommandoaktion und nahmen die Seeräuber fest. Ach, das ist so peinlich. Wirklich, von Holländern gerettet. Gut, der FC Bayern lässt sich in einer Tour von Holländern retten, aber trotzdem, holländische Spezialeinheit, was denn jetzt los? Was? Gottverdomme! Kam der denn her? Ja, doch besser, als ich gedacht habe. Wir kommen zurück zur Lage in Afghanistan. Die kann man natürlich viel besser beurteilen, wenn man vor Ort ist. Wir schalten deshalb jetzt live zu unserem Reporter Christian Ehring an den Hindukusch. Christian, die Gefechte vom Karfreitag, waren die absehbar? Leider ja, Oliver. Der Karfreitag als Datum wurde ganz bewusst gewählt. Über Ostern ist nicht viel los in der Welt. Da hat man alle Titelseiten für sich. Dachten zumindest die Taliban. Was heißt jetzt dachten? Tja, Oliver, diese doofen Hinterwäldler haben nicht mit Deutschland sucht den Superstar gerechnet. DSDS beherrscht sowas von die Schlagzeilen. Hier hat der Bohlen den Terrorschläuchen ganz schön in die Suppe gespuckt. Ha! Nehmt das, ihr bärtigen Idioten. Christian, verstehe ich das jetzt richtig? Sie fliegen auf ZDF-Kosten nach Afghanistan, um mit mir live aus Afghanistan über DSDS zu sprechen. Yep. Die schlimmste Form von Assi-Freilandhaltung im deutschen Fernsehen. Moment mal. Ja? Ist das so, Christian? Oliver, das hier sollen Sie aber doch mal lesen. Menowin, warum lügt er alle an? Christian, ich sag's nochmal, ich weigere mich einfach, ja, meine kostbare Sendezeit mit dieser Show für Hauptschulabbrecher zu verschwenden, nur weil Sie, Menowin hat uns angelogen? Ja, wenn ich's doch sage, hier, was muss ich lesen, der war gar nicht bei seiner kranken Tante, nein, sondern hat in einer Diskothek in Castrop-Rauxel gefeiert, gibt's statt seinen Text zu lernen. Und seinen Fans hat er wohl gesagt, er sei die ganze Zeit bei dieser Tante gewesen. Ich bin so enttäuscht von Menowin. Ja gut, jemand mit Menowins Talenten könnte sein Geld ja zur Not auch ohne Showgeschäft verdienen. Zum Beispiel als Organspender oder so. Nun, es gibt ja Kritiker, die sagen, Menowin sei in der letzten Motto-Show schlecht ausgerüstet gewesen. Oh ja, das stimmt leider. Hier, seine Mützen, ja, die passen gar nicht. Die sitzen immer so ganz komisch schräg auf dem Kopf. Ja, haben Sie recht, das sieht lächerlich aus. Ja, Sie sagen es. Zum Glück war er wenigstens noch beim Tätowierer. Wirklich? Was hat er sich denn tätowieren lassen? Diese schrecklichen Bilder hier beweisen es. Seinen eigenen Namen. Auf den Unterarm. Den eigenen Namen auf den Unterarm. Das ist clever, dann vergisst er ihn nicht mehr so oft. Ja. Und ich fand das dermaßen cool, ich habe das auch direkt machen lassen. Oh. Schau mal, wie finden Sie das denn? Das steht Ihnen, Stefan. Ja, ich heiße Christian.
Aber jetzt mal was ganz anderes, Burkhard. Fällt Ihnen nichts auf? Wir haben gar nicht mehr über Afghanistan geredet. Super, wir haben den Taliban hier kein Forum gegeben. Ja, aber dafür RTL und Menowin. Sie haben recht, ich weiß auch nicht, was schlimmer ist. Schnell, lassen Sie uns diesen menschenverachtenden Irrsinn beenden. Christian Ehring, meine Damen und Herren, vielen Dank nach Afghanistan. Kommen wir zu einem anderen totalitären System. Über 8 Millionen Zuschauer sahen den Scientology-Film in der ARD. Das heißt, das Thema scheint zu faszinieren. Ich muss ja sagen, für mich ist diese sogenannte Religion ein Boot mit 7 Segeln. Fragen wir unsere Sektenexpertin Tina Hausten. Tina, ist Tom Cruise wirklich der neue Jesus? Nein, Oliver. Ein neuer Jesus wäre mit Sicherheit größer als 1,40. Richtig. Was für ein Weltbild vertritt diese seltsame Organisation denn? Nun, hinter Scientology steht eine wissenschaftlich fundierte Weltanschauung, Oliver. Aha, und wie sieht die aus? Ich kann das mal in 30 Sekunden umreißen. Vor 75 Millionen Jahren hat, laut Scientology, ein gewisser Xenu Milliarden Außerirdische eingefroren, in Raumschiffen zur Erde geflogen und dort um Vulkane herum gestapelt. Dann hat er die Vulkane mit Atombomben gesprengt und so alle getötet. Die Seelen dieser toten Außerirdischen, die nennt man Titane, und die wurden leider von Xenu durch Gehirnwäsche im Körper der Menschen gleichgeschaltet. Aber jetzt die gute Nachricht, Scientology kann uns von den armen Seelen wieder befreien. Raten Sie mal wie, Oliver? Richtig, durch die Teilnahme an kostenpflichtigen Kursen. Tata! Was? Tina, aber das ist doch alles totaler Nonsens, total unlogisch. Naja, also wenn man es genau nimmt, dann ist die Geschichte von der jungfräulichen Geburt jetzt auch nicht so viel realistischer. Ich meine, ob man jetzt an Xenu glaubt oder einen arbeitslosen Zimmermann aus dem Nahen Osten anbetet. Ja. Der Zimmermann will aber nicht meine Kohle. Also jetzt nicht er persönlich jedenfalls. Aber nehmen wir mal an, ich wäre so blöd, trotz dieses ganzen UFO-Schwachsinns bei Scientology mitzumachen. Gibt's da vielleicht auch mal für Einsteiger so eine Art Schnuppermitgliedschaft? Nicht direkt, aber sowas Ähnliches. Sehen Sie selbst. Scientology, ein Führerkult. Gegründet von L. Ron Hubbard. Als wichtigstes Machtinstrument formte er die Sea Org. Mitglieder verpflichten sich für 1 Milliarde Jahre der Organisation zu dienen. 1 Milliarde Jahre? Moment mal. 1 Milliarde Jahre? Da kann ich gar nicht. Toll, oder? Nix. Tausendjähriges Reich, 1 Milliarde. Nimm das, Hitler. Ja, super. Und Ribéry unterschreibt für 300 Millionen Jahre bei Real Madrid. Sehr schön. Sehr schön. Gut. Soweit so absurd. Was passiert als nächstes? Wieder Gehirnwäsche? Nein, aber Sie bekommen für teures Geld ein sogenanntes Kommunikationstraining. Was soll ich denn da lernen? Entschuldigung, ich kann doch wohl kommunizieren. Das glauben Sie, Oliver. Sie sind so herrlich unbedarft. Lassen Sie sich von einem Scientology-Experten aufklären. Am Anfang stehen zum Beispiel Kommunikationskurse. Also es wird gesagt, du lernst bei uns besser zu kommunizieren. Tatsächlich aber lernt man genau das Gegenteil, nämlich auf andere Menschen loszugehen. Man lernt zum Beispiel Aschenbecher anzuschreien. Man lernt Aschenbecher anzuschreien? Hä? Wie habe ich mir das denn bitte vorzustellen? Was bildest du dir eigentlich ein, du dämlicher kleiner Pisser? Du bist doch bloß ein Aschenbecher. Machst du mich an? Machst du mich hier jetzt an? Ha? Interessant. Aber Tina, außerirdische, beleidigte Aschenbecher, wozu das Ganze? Was versucht der Scientologe damit zu erreichen? Es geht letzten Endes darum, den Zustand des Clear zu erreichen. Und der sieht nach meinen Recherchen ungefähr so aus. Moment. Ja. Und was ist jetzt dieser Zustand des Clear, Tina? Tina, ist das jetzt schon der Zustand des Clear, was Sie da im Gesicht haben? Ich verstehe. Hoffentlich geht er mit Clearasil wieder weg. Tina Hausten, meine Damen und Herren. Ja, haben wir ja viel erfahren über Scientology. Aber ich sag's ehrlich, ich verstehe immer noch nicht, warum die Leute freiwillig bei diesem Quark mitmachen. Das ist mir. Was?
anlässlich der heutigen Fernsehaufnahme in Schönbach wird der Koch Gräuberhaus Erbsensuppe kochen. Ab 12.30 Uhr kann gegessen werden. Wer seine Suppe mit nach Hause nehmen möchte, sollte sich ein Gefäß mitbringen. Gut, dass es die Hessenschau gibt, sonst hätte ich mir wieder kein eigenes Gefäß mitgebracht. Das war die Heute-Show. Jetzt kommt Aspekte. Wir sehen uns nächsten Freitag wieder. Tschüss.